Gerne. Gerne, gerne. Immer her damit. So, warte mal. Einmal sortieren. Richtige Geile beim Ritterturnier. Ah, okay, super. Danke! Oder? So. Sehr schön. Viel Glück auf Ich glaube, es wäre jetzt nicht so schlimm gewesen, aber wenn man noch eine bekommt, dann ist das alles. Dann ist das alles gut. Hofft mir allgemein viel zu wenig, glaube ich. Aber. Ich habe jetzt schon Angst, wenn das Spiel dann irgendwann mal vorbei ist. Ich glaube, jetzt hier im letzten DLC will ich mir auf jeden Fall jede Menge Zeit lassen. Wobei jetzt, zumindest denke ich mal, ich glaube, da wird nicht mehr großartig viel New Game Plus. Nee, diesmal noch nicht. Also ich werde das Spiel irgendwann nochmal neu spielen. Aber ich habe zurzeit eine Abstimmung laufen, was wir hier noch spielen. Und zurzeit sieht es ganz stark nach Fallout New Vegas aus. Bin ich hier überhaupt richtig? War ein Wunschspiel aus der Community. Ich bin so froh, dass du wieder da bist. Und ja, da sind zurzeit, ich glaube, 8 Stimmen. Und, ja. Auf Platz 2 wäre Risen, oder die Risen-Reihe mit 5 Stimmen. Also, ich glaube, das wird nicht mehr aufgeholt. Wir sind noch ein paar Stündchen beschäftigt. Ja, ich glaube auch. Zumindest hoffe ich's. Ich hoffe es. Ich bin so froh, dass du wieder da bist. Welche? Weil es scheint hier deutlich größer zu sein als das letzte DLC. Oder das erste. Hast du Arbeit für mich? Einen Auftrag? Den Auftrag hast du schon zu meiner vollen Zufriedenheit erledigt, als du vor Jahren in Beauclair warst. Ich war in Beauclair? Damals war ich knapp bei Kasse. Erinnerst du dich? Doch ich schwor dich eines Tages voll zu bezahlen. Das habe ich schon oft gehört. Irgendwas klingelt da. Leider warst du weg, bevor ich die Rechnung begleichen konnte. Also habe ich deinen Lohn auf ein Konto eingezahlt, damit das Geld sicher ist. Ach so. Was für ein Konto? Ja, damit werde ich bestimmt ein paar beschäftigt sein mit New Vegas. Du kannst einfach Allerdings habe ich noch nie Fallout gespielt. Das ist also mein erstes Mal Fallout. Danke. Ich habe da so ein kleines bisschen Schiss vor. So ein ganz mal bei bisschen. Dieser Bank vorbeischauen. Also das sind hier die ganzen. Ich habe nur einen. Da habe ich noch ein Schatzsucher-Ding. Habe ich vergessen. Hier haben wir auch noch ganz viel. Wir machen das mal das hier. Oh, ist das alles schön hier. Hier fühle ich mich wohl. Kenner, alter Wein. Sie stinken nach Essig. So ein Bild habe ich auch schon mal in irgendeinem Schulbuch gesehen. So ein ähnliches. Wie soll man da überleben? Das ist meine Heimat. Ganz ehrlich, hier haben die Männer nichts als Wein und Weiber im Hirn. Ja, Wein klingt gut. Weiber sind ja auch ganz gut. Wein.
wird. Alter, ist das schön. Was haben die alle gegen mich? Alter, die Musik. Diese Gesänge immer, ey. Irgendwie cool. Die Landschaft, ja, die Landschaft ist mega. Also ich habe mich echt verliebt. Also ich kann nur zustimmen, was man mir die ganze Zeit gesagt hat. Wie schön das hier ist. Es ist traumvoll. Traumvoll, genau. Traumhaft. Alles aufgepasst. Der Hexenmann kommt. Ja, der Hexenmann. Der Hexenmann ist im siebten Himmel. Der Hexenmann wird hier, glaube ich, auch einfach nur die ganze Zeit zu Fuß rumeiern oder Röse zu Pferd. Das ist auch schön. Urlaub! Kannst du immer wieder sagen. Ah, Friedhof. Auch mal da. Dieser Regis. Natürlich müssen wir uns hier treffen. Was ist das da hinten? Na, wie lange soll ich noch warten? Ui. What the... What? Ist das? Ach nee, die gibt's hier auch wieder? Nee. Ich habe mich schon gefragt, ob die hier überhaupt noch eine Rolle in der Reihe spielen. Die gab's wohl nur im ersten Teil, glaube ich. Die sind ja hier noch beschissener. Ja, die wären im ersten Teil schon scheiße gewesen. Verflixt, abgeschlossen. Aber falsch bin ich hier nicht. Das muss es sein. Hier muss es doch noch einen Eingang geben. No. Natürlich. Irgendwo gibt es immer einen. Nein, jetzt nur nicht da reinspringen. Oh Gott. Wir speichern. Bitte das da unten. Oh Gott. Komm schon. Oh, Kikimora. Und wieder weg. Oh, ich hab Gott sei Dank die Angst, dass das eine Spinne ist. Und Spinnen habe ich heute genug. Denen sind wir gerade erst begegnet. Ja, mit den Viechern kennen wir uns aus. Klingt aber nicht gut. Hier ist etwas. Ich muss das Auge benutzen. Aha. Interessant.
Also, das wollte ich einmal verwenden. Benötigte Stufe 41. Ach komm. 40. Wird doch überbewertet. Diese eine Stufe, ey. Verabredet mit einem Vampir auf einem Friedhof. Noch mehr Klischee geht nicht. Nein, wohl nicht. Du hättest die Tür offen lassen können. Und meine Privatsphäre? Die ist mir wichtig. Ich mag es ja, nicht, von unbedingten Privatsphäre belästigt zu werden. Außerdem wusste ich, dass du irgendwie reinfindest. Ganz recht. Ich muss deinen Freund finden. Ich hoffe, du bist bereit, mir zu helfen. Ich werde tun, was ich kann. Aber deine Wünsche und Absichten spielen kaum eine Rolle. Wichtig ist, was Detlef will. Wenn er nicht gefunden zu werden wünscht, dann findest du ihn nicht. Punkt. Komm schon, das muss doch möglich sein. Vampire können sinnliche Erfassung vermeiden. Und Weissagungsmagie funktioniert bei ihnen auch nicht. Das präziseste Megaskop wäre zwecklos. Und dies? Kann das helfen? Wo in aller Welt hast du denn das her? Eines der Opfer wurde in der Flussbiegung gefunden. Der Körper war zerteilt. Man fand drei Hände. Die Hand mit dem Ring kam mir seltsam deplatziert vor. Eine Bruxa hat sich dafür interessiert. Es ist zweifellos Detlefs Hand. Die wird prima funktionieren. Die Hand. Was hast du damit vor? Du kennst gewiss die Theorie von Covidarius zum Gewebegedächtnis. Nein. Hm, da klingelt was. Ich habe in der Alchemia Oblitera davon gelesen. Es gibt eine alte, zerlesene Ausgabe in Kaer Morhen. Echt? Wenn ich mich recht entsinne, konnte Covidarius das Gewebegedächtnis nie nachweisen. Doch, konnte er. Er konnte nur seine Ergebnisse nie veröffentlichen. Wir standen in Kontakt, nachdem wir Freunde geworden waren. Daher weiß ich, dass er seine Forschungen und erste Tests abgeschlossen hatte. Es ist kompliziert. Ohne in Einzelheiten zu gehen, es ist möglich, anhand von beliebigen Gewebeproben zu rekonstruieren, was dem ganzen Körper zugestoßen ist. Wie funktioniert das? Brauchen wir Spezialausrüstung? Wir müssen einen Absud brauen, für den Covinarius den poetischen Namen Resonanz fand. Der versetzt uns wie ein Narkotikum in Trance. Na nö. Er löst Visionen von Ereignissen aus, die mit starken Emotionen desjenigen verbunden sind, dem das Gewebe gehört. Man träumt quasi einen Ausschnitt des Lebens eines anderen. Können wir vielleicht sehen, was Detlef tat, bevor er die Hand verlor? So ist es. Ich hoffe allerdings, dass die Resonanz uns auch verrät, wo Detlef sich verborgen hält. Der Ring ist interessant. Ich kenne das Metall nicht. Und die Verzierungen? Er stammt aus unserer Heimat, in der wir vor der Sphärenkonjunktion lebten. Er gehört mir. Ich erhielt ihn von einem guten, alten Freund. Du könntest ihn als Humanisten bezeichnen. Er sah uns Vampire als Gäste hier, die ihren Gastgebern, also Menschen und alten Völkern, Respekt schulden. Respekt? Also keine Behandlung wie Schlachtvieh? Genau. Und ich wiederum gab den Ring Detlef, um ihn an die Ideale meines alten Freundes zu erinnern. Kannst du Detlef nicht einfach herbeirufen? Ihr seid beide höhere Vampire, das muss doch möglich sein. Wenn ich ehrlich sein soll, es gibt wirklich eine Möglichkeit. Aber glaub mir, wir sollten sie nur dann nutzen, wenn uns keine andere Wahl bleibt. Als letzten Ausweg also? Und warum? Ach,
Es gibt ein Wesen, das die Autorität und Macht hat, Detlef herbeizurufen. Wann und wo es will. Aber dieses Wesen auch nur aufzusuchen, Kontakt aufzunehmen. Lieber hangelt man sich an einem morschen Seil über einen offenen Vulkan. Es wäre für mich und für dich der helle Wahnsinn. Ich bin Luna. Nicht bereit, so ein Risiko einzugehen. Vielen lieben Dank für die Machen wir Bits. Es so, wie ich sage. Das geht schneller und viel Spaß im Lurk. Aber danke, dass du nochmal reinschaust. Ich hoffe, dir geht's gut. Und Spaß werden wir auf jeden Fall haben. Corvinarius hat sein halbes Leben damit verbracht, seine Theorie zu beweisen. Es wird wohl nicht einfach sein, diesen Resonanzabsud herzustellen. Richtig geraten. Wir brauchen nicht nur Gewebe von Detlef, sondern auch ein potentes Okzipitallappenstimulans. Also praktisch ein Gift, das empfänglich für Visionen macht. Tja, wir hätten da eine gewisse Auswahl. Leider ist alles recht selten. Da wären Blenderdrüsen, aber wir müssten mindestens nach Vysimar reisen. Speichel von Fleckenwichten geht auch, aber die sind seit über 100 Jahren ausgestorben. Und Koboldaugen wirken ebenfalls, aber Kobolde sind vernunftbegabt. Denen würde ich lieber keine Augen rausreißen müssen. Wir haben nicht die Zeit, um selbst auf die Suche zu gehen. Erlaube, dass ich uns Hilfe hole. Ja, wenn es sein muss. Mach. Solange ich nicht von A nach B nach C reisen muss, ist alles gut. Die läuft jetzt weg. Oh. Ach komm, ey. Die zuckt. Eklig. Echt eklig. So eine zuckende Hand, ey. Was war das? Ein Rabe. Nicht ungewöhnlich in diesen Breiten. Sehr intelligente Vögel. Ich bat ihn, nach den Kreaturen zu suchen, die du erwähntest. Ihn und seine Kollegen. Raben Vielleicht finden toll. Sie in der Gegend etwas. Krähen. Ich nehme an, ein Rabenschwarm ist fixer als ein einzelner Hexer. Ohne deine Fähigkeiten in Zweifel ziehen zu wollen. Dennoch werden sie eine Weile brauchen. Also, wie wär's mit einem Allraunenschnäpschen? Ich bin nicht in Stimmung für deine Gebräue. Wein, vor allem, ja, dass sie Schnaps einem Dinge entlocken, die man lieber für sich behalten hätte. Daran erinnere ich mich noch sehr gut. Geralt von Riva. Ist das etwa ein schlechtes Gewissen? Es heißt doch, dass nur die, die sich der Wahrheit schämen, sie zu verbergen suchen. Darauf falle ich nicht rein. Vergiss es. Ich brauche ein Nickerchen. Und das halte ich jetzt. Der mit dem Raben redet. Immer wachsam, sogar im Schlaf. Fast wie ein Vampir. Ob sie euch bei der Kräuterprobe wohl ein paar unserer Gene unterjubeln? Nicht, dass ich wüsste. Und? Was gibt es? Du hattest recht. Meilenweit keine Kobolde und keine Blender. Na klar. Darf ich ausreden? Es gibt einen Fleckenwicht in einem verlassenen Anwesen im Karoberta-Wald. Unmöglich. Meinesgleichen haben sämtliche Fleckenwichte ausgerottet, bevor ich geboren wurde. Dann musst du wohl deine Ansichten über Fleckenwichte korrigieren. Dieser hat jedenfalls den Hexerfeldzug überlebt. Ich glaube, ich kenne das Haus, in dem er sich eingenistet hat. Die Leute halten es für verflucht. Vielleicht konnte er deswegen ungestört dort hausen. Weißt du noch mehr über den Fluch? Ich erinnere mich kaum. Mich interessieren solche Sachen nicht sehr. Er wurde mir gegenüber eher als Anekdote erwähnt. Komm schon, streng dich an. Alles könnte wichtig sein. Irgendwie ging es um Hunger. Oder Gier? Raublust. Jemand
wurde bestraft. Das wäre die Lehrbuchdefinition eines Fluchs. Tut mir leid, Geralt. Ich belaste mein Gedächtnis nun mal nicht mit den Details jeder x-beliebigen Geschichte, die ich höre. Was denkst du? Ein Vertreter einer längst ausgestorbenen Rasse und ein Fluch am selben Ort. Zufall oder stehen sie in Zusammenhang? Ah, professionelle Neugier. Ich habe nichts dagegen, dass du diese Frage untersuchst, aber denk bitte dran, dass wir nur etwas Speichel vom Licht brauchen. Sonst nichts. Wichte wohnen selten in Wäldern. Erst recht nicht in verlassenen Häusern. Sie bewohnen die entlegene Wildnis, alte Friedhöfe. Worauf willst du hinaus? Vielleicht ist das gar kein Fleck. Ja, mach das. Vielen lieben Dank, dass du da warst und eine wundervolle Nacht. Das möchte ich bezweifeln. Raben sind hochintelligente Kreaturen mit hervorragender Beobachtungsgabe. Und vielen lieben Dank für den Follow. Das Gebiet und das Herzlich willkommen hier bei den Sanftpfoten. Löffel. Löffel? Erspar mir das skeptische Grinsen. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Vielleicht hortet dieser Fleckenlicht Schätze. Oder die Löffel haben etwas mit dem Fluch zu tun. Bis zum nächsten Mal. Also los. So lange machen wir ja Gott sei Dank. Was hat Gott gesagt, aber ich auch nicht mehr. Den Speichel. Den müsste ich ja morgen wieder früh raus. Meinst du, der Wicht verkauft dir einfach was? Im schlimmsten Fall bringe ich die Speicheldrüsen mit. Die müssten es auch tun. Speicheldrüsen, ich lecker. Ich dachte schon, du wolltest ihn bitten, in ein Reagenzglas zu spucken. Ja. Die Speicheldrüsen wären wunderbar. Also, bis später. Ja, bis dann. Ich fange mit ein paar Büchern an. Bücher? Ich dachte, du machst den Absurd. Wir brauchen da noch eine Zutat. Aber die muss man erst mal kriegen. Hoffentlich kann ich eine Alternative finden. Gut, viel Glück. Dir auch, mein Freund. Naja, ja. So, wo müssen wir ganz hin? Okay, nach da hinten. Ja, machen wir das doch. Speichern tue ich aber trotzdem schon mal. Oh, so eine niedliche kleine Brücke. Ja, ich werde hier sehr viel zu Fuß unterwegs sein. Es ist aber so schön hier. Welche Viecher? Ah, Wölfe. Na, wie lange soll ich noch warten? Wölfe und Warg. Man muss sich erstmal wieder umgewöhnen, dass diese Wölfe nicht mit einem Schlag tot sind. Verlieren wir die Nerven? Ja. Ein bisschen. Achso, ich hab da immer noch verwestes Fleisch drin? Ernsthaft? Ich dachte, ich hätte das mittlerweile ausgepackt. Da. Einmal wegwerfen. Und einmal das da rein. So, warte mal. Nehmen wir auch noch Plötze. Sagt der Herr. Ja, ja, brich du mir mal was. Das möchte ich sehen. Verbände. Was ist hier los? Mach langsam. Ja, das möchte ich auch mal wissen. Was ist hier los? Gaston. Okay, und wo ist Belle? Und das Biest? Und so weiter und so fort? Verbände! Verbände! Wo habe ich bloß mein Verbandzeug gelassen? Ich glaube, das hilft bei dem nicht mehr. Vergiss es. Das hilft jetzt auch nicht mehr. Was? Er hat doch gerade eben noch geatmet! Mhm. Hat seinen letzten Atemzug getan.
Das Bein ist gebrochen und die Beinschlagader ist gerissen. Da verblutet man binnen Minuten. Götter. Was genau ist hier passiert? Ich bin hier durchgefahren, als ich Schreie hörte. Der hier ist auf die Straße gekrochen und bewusstlos zusammengebrochen. Ich wollte ihn gerade versorgen. Da bist du aufgetaucht. Dieser Moment, wenn man einfach mal irgendwas hier knistern hört. Aber keine Ahnung hat, was es ist und wo es ist. Was ist das Gefühl? Hier ist schon wieder eine Maus drin. Oh, bitte lass hier keine Maus drin sein. Okay. Mach ich erstmal wieder aus. Wie selbstlos von dir, anzuhalten und einem Fremden zu helfen. Findest du? Ich weiß auch mal, Schreibtisch rumkrabbelt, dann ist es die Maus. Fast hätte ich die Peitsche geschwungen. Aber Leute in Not lässt man nicht einfach im Stich. Das ist unanständig. Ich fürchte zumindest, dass es ein ist. Anständig genug für viele, glaub mir. Wasch dir gründlich die Hände und verbrenn dein Hemd, bevor du weiterziehst. Am besten reibst du dich auch noch mit Thymian ein. Sonst zieht der Blutgeruch noch Ghule an. Wer genau bist du? Ein Hexer. Ach. Aha. Meinst du, irgendein Monster hat ihn getötet? Mal sehen, was wir hier haben. Einen Beinbruch. Aber gestorben ist er an der Wunde. Klein, aber tief. Mit glatten Rändern. Von einer Stoßwaffe oder einer großen Klaue, vielleicht die eines Wyverns, schwer zu sagen. Seltsame Brustpanzerung, zerbeult und mit Patina. Anscheinend eine Antiquität. Ich handle mit sowas. Wozu hat er sie an? Er wird es uns wohl nicht verraten. Jetzt muss ich rausfinden, woher er gekommen ist. Vermutlich aus dem Haus da, aber ich muss sicher gehen. Ich habe zu tun, also bis dann. Warte, ich komme mit. Nö. Du scherzt wohl. Das ist kein Ringelpiez. Was immer ihn umgebracht hat, es ist verdammt gefährlich. Und könnte immer noch in der Gegend sein. Wenn es dir nichts ausmacht, wäre ich also lieber in deiner Nähe. Na schön, aber bleib dicht bei mir. Sei leise und fass nichts an. So, warte. Die Spur führt zum Haus auf dem Hügel. In dem Totenstille herrscht. Da brauchen wir wieder Art. Verdammt. Gute Gott. Was zum Teufel ist das? Sollte das ein Bankett werden? Sieht so aus. Was meinst du? Sind alle gestorben? Götter. Dienerin, erstochen. Ein gutes Dutzend Stichwunden. Manche Postmortem zugefügt. Das kann doch kein Mensch gewesen sein. Das war ein Monster, ganz sicher. Der Torso wurde mit großer Kraft durchstoßen, durch gehärteten Stahl. Der Mann auf der Hauptstraße hatte auch so einen Brustpanzer. Zerfetzte Kehle, muss ein einziger gewaltiger Hieb gewesen sein. Der Schild ist alt und verbeult. Dazu ein Zeremonienschwert, eindeutig ein Werk der Endsegel. Zeremonienschalen? Für kleine Opfer gab. Was für Opfer? Bitte sag nicht Menschen. Gut, dann sag ich nicht Menschen. Brandspur. Hat hier was Feuer gefangen? Oder ist explodiert? Stinkt ordentlich.
Er ist geflohen und hat sich dann hingeworfen, um die Flammen zu löschen. Hat nicht viel gebracht. Der Geruch nach Verbranntem wird schwächer. Vielleicht konnte eine andere, glücklichere Seele fliehen. Das Wams ist versenkt. Er hat sich rausgebracht. Das Wams weggeworfen und ist weitergerannt. Töchchen. Palim, palim. Vielleicht ist niemand mehr drin, wo doch... Ich weiß, dass jemand da drin ist. Ja. Ich kann das Atmen laut genug hören. Aufmachen. Wir wollen nichts Böses.